trails me. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 Tekken-Bosse, die dich problemlos in den Boden stampfen werden, wenn du unvorbereitet bist. Platz 10, Unknown, Tekken Tag Tournament. Unknown ist an sich gar nicht so schwierig, sie ist einfach nur eine sexy, verrückte Version von Mokujin, einem neuen Charakter, der die Bewegungen beliebiger Charaktere nachahmen kann. Aber was sie zu einem Albtraum macht, ist ihr geisterhafter Wolfsgefährte, der an ihrer Seite kämpft. Dank ihm kann Unknown viel mehr Schaden anrichten als ein Team aus zwei normalen Charakteren. Außerdem kann sie während des gesamten Kampfes Lebenspunkte regenerieren und ist erst dann K.O., wenn der rote Balken, der die verlorenen Lebenspunkte anzeigt, vollständig aufgebraucht ist. Dadurch fühlt sich der Kampf wie eine Ewigkeit an und gibt Unknown viel Zeit für ein billiges Comeback, falls du auch nur eine Sekunde nachlässig bist. Platz 9. Heihachi Mishima, Tekken. Von den wenigen Malen, in denen Heihachi als Endgegner auftrat, war er hier definitiv am schwierigsten. Das Lustigste ist, dass es nicht einmal die Figur selbst ist, die den Kampf so schwierig macht. Das allererste Tekken-Spiel kam 1995 heraus und die Steuerung ist nicht gut gealtert. Die Fortschritte bei modernen Spielen und Steuerungen machen die Eingabeverzögerung schmerzlich deutlich und das kann dazu führen, dass man Kombos vergeigt. Was Opa Mishima selbst angeht, so kann Heihachi dich mit nur ein paar Zügen schnell erledigen. Seine Schläge richten nicht nur eine Menge Schaden an, sondern viele seiner Angriffe sind auch unmöglich zu bestrafen. Die eine Bewegung, vor der du dich in Acht nehmen musst, der Dämonen-Uppercut. Ein Treffer mit diesem Schlag lässt dich in die Luft fliegen und Heihachi muss danach nur noch eine Grundkombo ausführen. Und das war's. Platz 8. Devil Kazuya, Tekken 2. Obwohl die Steuerung von Tekken 2 eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgänger darstellt, macht sie unseren Kampf mit Kazuya nicht einfacher. Wieder diese Eingabeverzögerung. Abgesehen vom technischen Alter ist Kazuyas Kampf ein harter Zweiteiler. Zuerst kämpft man gegen ihn in seinem normalen Zustand und damit ist nicht zu spaßen. Kazuyas KI ist intelligent genug, um alle üblichen Fallen zu erkennen, Würfen schnell zu entkommen und die meisten Angriffe zu blocken. Heyo. Verschiedene Moves werden hier dein bester Freund sein. Sobald du zwei Runden gewonnen hast, ändert sich die Lage. Du musst zwei weitere Runden mit Kazuya überstehen, aber gegen ihn in seiner Teufelsform. Mit seinen neu gewonnenen Kräften kann Kazuya Laserstrahlen vom Boden und sogar aus der Luft abfeuern. Und er muss dich nicht einmal mit dem Strahl treffen. Wenn du zu nahe an ihm stehst, bekommst du Schaden. Kompletter 90er Jahre Blödsinn. Platz 7, Jun Kazama, Tekken Tag Tournament 2. Während Jun Kazama im ersten Tekken Tag Tournament als mysteriöse Unbekannte der Endgegner war, ist ihr Auftritt in der Fortsetzung wohl deutlich schwieriger. Während man im Vorgängerspiel nur eine Runde gegen sie gewinnen musste, gelten in Tekken Tag Tournament 2 die Standardregeln. Zwei Runden sind nötig, um zu gewinnen. Jun macht auch hier keine halben Sachen. Während einige ihrer früheren Moves entfernt wurden, wurde ihr Moveset im Allgemeinen erweitert, wobei der Schwerpunkt auf der Verkettung von Angriffen liegt, von denen einige sogar Gegenangriffe sind. Der Kampf wird nur härter, wenn man die erste Runde gewinnt. Nach einer Niederlage verwandelt sich Jun in Unknown und verdirbt den verträumten Hintergrund. In dieser neuen Form kann sie andere Moves einsetzen, wie zum Beispiel einen Windgeysir und Konstruktionen aus Schleim. Und während des Kampfes regeneriert sie verlorene Gesundheit. Also ja, Chins Mutter wird dich ordentlich vermöbeln. Platz 6, Devil Kazuya, Tekken 7.
Während Kazumi der harte Endgegner für den Arcade-Modus von Tekken 7 ist, lässt Kazuya dich für das Ende vom Story-Modus arbeiten. Ein normaler Kampf gegen ihn ist allerdings nicht genug. Für das große Finale musst du ihn als Heihachi bekämpfen. Ja, es ist an der Zeit, die klassischen Tekken-Fähigkeiten einzusetzen, während das Mishima-Männchen die Kräfte des Flugs, des Höllenfeuers und des Augenlasers nutzt, um die schnell zu erledigen. Und ja, jeder Treffer scheint viel mehr Schaden anzurichten als das, was Heihachi normalerweise austeilen kann, was im Vergleich zum Rest der Besetzung schon eine Menge ist. Ist das unfair? Definitiv. Platz 5. Shinpachi Mishima, Tekken 5 Dark Resurrection. Beide Versionen des alten Mishima, sowohl in Tekken 5 als auch in Dark Resurrection, sind an und für sich schon wahnsinnig hart. Wir möchten jedoch Dark Resurrection Shinpachi für diese Liste besonders hervorheben, da er hier viel aggressiver ist als im Original. Shinpachi kommt mit denselben dämlichen Tricks wie zuvor. Teleportation, Markenfeuerball, alles. Was ihn in Dark Resurrection noch härter macht, ist das Spamming. Meine Güte, der Kerl spammt ganz schön viel. Viel Glück beim Versuch, diesen unblockbaren Feuerbällen auszuweichen und seinen Rushdowns zuvorzukommen. Platz 4. Nancy Mi847J, Tekken 6. Zuerst wollten wir Nancy nicht einbeziehen, weil sie ein unmöglich zu besiegender Bonusboss ist. Aber letzten Endes ist ein Boss und Nancy ist der billigste unter den Bossen. Wenn du deinen ersten Schlag ausführst, wirst du feststellen, dass dieser riesige Roboter nicht zurückweicht. Deine Angriffe können nicht unterbrechen, was auch immer er gerade tut. Und du wirst nur einen unglaublich mickrigen Bruchteil seiner Lebenspunkte mit einer Combo ausschalten können. Ja, so stark ist er. Außerdem ist Nancy mit einer Reihe von unblockbaren Moves ausgestattet, von denen einer ein Loch in den Boden schneiden kann, wodurch du von der Bühne fällst und sofort besiegt wirst. Das ist alles totaler Schwachsinn, aber da es sich hier um einen optionalen Bonusboss handelt, ist es das, was Nancy vom Spitzenplatz fernhält. You win. Platz 3. Akuma, Tekken 7. Ist es wirklich eine Überraschung, Akuma auf dieser Liste zu sehen? Während Kazumi im Arcade-Modus von Tekken 7 als Endboss dient, kann man sich stattdessen manchmal Akuma stellen. Und Mann, es ist fast so, als hätte Bandai Namco ihn direkt aus Street Fighter geklaut. Akuma hat alle Tricks auf Lager. Teleportation, Hadoukens, Shoryuken und sogar den ultimativen Move, Zorn des wütenden Dämons. Der Kampf gegen ihn im Hauptstory-Modus ist ein ganz anderer Akuma. Mehr Projektile, mehr Rushdown, mehr Schadensresistenz. All das macht ihn zu einem Albtraum. Ehrlich gesagt, Hut ab vor denjenigen von euch, die es geschafft haben, ihn mit perfekten 10 Sternen zu besiegen. Platz 2. Kazuya, Tekken 8. Wir wissen, dass Kazuya bereits dreimal in dieser Liste aufgetaucht ist, aber diese Version von ihm ist die skrupelloseste, die wir je gesehen haben. Im Story-Modus von Tekken 8 dauert der Endkampf gegen Kazuya wahnsinnig lange, etwa 2 ganze Kapitel. Du kämpfst normal gegen ihn mit der Hälfte der Kräfte des Teufelsgehens, dann kämpfst du gegen ihn in Shins Engelsgestalt und schließlich mit klassischem guten Tekken, aber er hält sich nicht zurück. Kazuya kann dich leicht mit einer langen Combo erwischen, die dir einen großen Teil deiner Lebenspunkte abnimmt. Ehe du dich versiehst, ist der Kampf vorbei. Du hast verloren? Nochmal? Auf keinen Fall. Lass es lieber bleiben, bevor du komplett wahnsinnig wirst. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Azazel, Tekken 6.
Selbst nach dem absoluten Blödsinn, den Akuma und Shinpachi angestellt haben, würden wir sagen, dass Azazel der härteste Tekken-Boss aller Zeiten ist. Shinpachi kann man immer noch besiegen und der Hauptkampf gegen Akuma gibt dir deine eigenen einzigartigen Kräfte, mit denen du kämpfen kannst. Bei Azazel hingegen musst du ihn auf normalem Wege besiegen, während er eine Vielzahl von dämlichen Fähigkeiten einsetzen kann. Wir reden hier von Superrüstung, Teleportation aus dem Himmel, Beschwörung von Kristallstacheln aus dem Boden, Verfolgung durch Fledermäuse, die mit der Umgebung verschmelzen und Widerstand gegen die meisten Angriffe. Es ist auch fast unmöglich, ihn zu schleudern, da er super schnell fällt und bei den meisten Bewegungen nicht zurückweicht. Du musst mehrere Treffer hintereinander landen, um ihn in die Luft zu bekommen. Als ob der vorangegangene Kampf gegen Jin nicht schon schlimm genug gewesen wäre, hat Azazel uns wirklich dazu gebracht, von Tekken 6 Abstand zu nehmen. Welcher Tekken-Boss hat dich am meisten geärgert? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.